Gut, ich kann keine Motorgeräusche, leider nicht. Ich kann leider nicht zu super Talent. Tut mir leid, aber trotzdem können wir Need for Speed weiter spielen, ja. Und wir fangen direkt an mit den wunderschönen Nissan. Und viele werden sich so fragen, hä, wieso machst du jetzt wieder Nacht? Die letzte Folge war da auch schon Nacht. Ja, ich mache jetzt die Nächte jetzt erstmal durch, wortwörtlich, wie in Real Life. Und dann wundere ich mich, wieso ich immer so scheiße müde bin auf Arbeit. Nein, ich mache jetzt die Nacht hier durch, weil, ja, wir sind eigentlich am Tag ja fertig, ne? Uns fehlt jetzt nur noch ein paar Teile. Boah, Alter. Bremsen, ne? Also bremsen kann das Ding hier nicht. Hab ich die Bremsen vergessen? Habe ich scheiß Bremsen noch drauf? Ja gut, egal. Ja, und wir wollen ja jetzt eigentlich nur noch die Teile sammeln. Und ja, dann sind wir eigentlich fertig. Dann gucken wir nochmal, dass wir nochmal mit Nissan ein Tagrennen fahren. Und ja, dann sind wir wirklich fertig. Noch 500 Meter. Okay, ich muss aber mal ganz kurz, ist mir mal gerade so aufgefallen, ein bisschen leiser machen so. Also für mich ein bisschen leiser machen. Ich habe nämlich gestern 330, nehmen wir das hier. Ich habe nämlich gestern Herr der Ringe gespielt, Schatten des Krieges. Und irgendwie gab es bei mir Soundprobleme, also irgendwie war, keine Ahnung, die Dialoge waren unfassbar leise. Ja, weil es da irgendwie, ja, war ein Bug oder so, keine Ahnung. Ja, musste ich das mega laut stellen. Ich habe zuerst gedacht, meine Kopfhörer sind kaputt, aber nee, die gehen noch. Ja, und jetzt, boah, nee, oh nee, nee. Als ob. Muss man solche Verstecke eigentlich freischalten oder wie schaltet man die frei eigentlich? Wenn ich jetzt die Garage aufsuchen mache, hab ich die jetzt? Du machst dir langsam einen Namen. Sehr langsam. Ja, bla bla bla. Können wir mal kurz gucken. So, jetzt gehen wir natürlich direkt wieder raus. Ich fange natürlich jetzt, ist ja auch doof, ne? Ich fange ja dummerweise jetzt wieder oben an oder in der Mitte, also die Hauptgarage, die Main-Garage, aber ist ja nicht so schlimm. Ich wollte mal gucken, ob die Garage jetzt freigeschaltet ist, also der Unterschlupf. Wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Wir gucken einfach mal. Ja, okay, ist freigeschaltet. Okay. Guti, Mutti. Ich frage mich immer noch, was das bedeutet, die Ausrufezeichen. Weil guck mal, hier ist ein Haken, dass ich das Rennen geschafft habe und hier ist so ein Ausrufezeichen. Ich verstehe noch nicht so ganz, was es bedeutet. Aber vielleicht könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben, das würde mich mal interessieren. Ob da irgendwas noch fehlt oder... Ich weiß es doch nie, Mensch. Ich frag mich doch nie so viele Fragen. Nee. Ups. Da habe ich ganz kurz auf die Karte geguckt. Aber guck mal, hier haben wir ja eine Krone. Also wir haben das Rennen ja schon mal gemeistert. Ne? Das sind Fragen. Das sind Fragen, Mensch. Die frage ich mich immer wieder.
Das sind Fragen, die ich mich immer wieder frage. Und Fragen, die ich mich frage, da fragen sich die anderen, was ich frage. Ne, einfach akzeptieren. Akzeptiert es einfach. Okay. Nee, lass mich mal, Mensch, Jens. Carlos, bleibe bitte hier. Achso, hä? Ich hätte eigentlich jetzt, scheiße, gerade mal gucken können, aber das war ein bisschen doof von mir, wegen, was für Bremsen ich drauf habe. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das Ding bremst wie ein Stein. Also nicht so smart, aber es kann natürlich auch sein, dass ich... Ja, ich glaube, ich habe die falsche Reifenprofil drauf. Ich habe nämlich eher, dass ich nach der Kurve beschleunige, anstatt in der Kurve stabil zu bleiben. Das kann natürlich auch sein. Wow. Oh, was? Off. Es war jetzt nicht so, ne? Da, diesmal habe ich mich so mega konzentriert auf die Straße. Ja, und da ist den Salat. Sowas passiert dann halt, ne? Okay, noch 500 Meter. Dann nehmen wir direkt das Rennen hier. So, und ich würde einfach sagen, wir scheißen jetzt auch drauf. Selbst wenn das eine 400er Bewertung hätte, ich weiß es ja nicht, ist es jetzt scheißegal. Wir fahren jetzt einfach die Rennen, die in der Nähe sind, dass wir die immer hin und her fahren müssen und ihr mir beim Nix-Tun zuguckt. Also wie immer, muss ja nicht sein. Ich wollte ein bisschen was sehen. Also wir nehmen einfach immer die Rennen, die in der Nähe sind. Oh, okay. Okay, das Rennen wird spannender, denke ich mal. Jawohl. Muss einfach gut fahren. Also wird's spannend, ja. Ey, Alter. Nie Aller, sondern Ella. Go. Ich möchte das nicht, dass sie das tun. Lassen Sie bitte meinen Lack in Ruhe. Du Lackaffe. Boah, Mensch, Ella. Ich bin kein Gesetzesbrecher, ich bin ein Verbrecher. Nur ein Unterschied. Oh komm, das war gut, wow. Ey komm, das war nicht schlecht, ne? Ich bin jetzt einfach mal eiskalt durch zwei Fahrzeuge gefahren. Also komm. Das bei meinem No-Skill ist ja nicht schlecht.
Ich finde es immer so geil, wenn im Rennen dann immer dasteht, entkommen. Ja, ich fahre halt meine Runden, ne? Wenn die Polizei so dumm ist und das nie checkt, dass ich ganz halt dieselbe Strecke fahre, dann, ja. Ja, also. Ja. Ne? Also, was soll man da Großartiges sagen, ne? Dann sollte man vielleicht mal gucken, ob die Polizisten hier nochmal zum Augenarzt gehen sollen. Oder vielleicht ist es einfach der falsche Beruf. Und vielleicht einfach die falschen Polizisten. Guck mal, die suchen da hinten in der Ecke. Wir fahren die ganze Zeit hier unter Rennen. Und die suchen sonst wo. Der eine wird immer noch verfolgt, der letzte. Ach, die Ella bleibt mir wirklich an den Fersen, ne? Die hat keinen Bock, auf den zweiten zu kommen, aber liebe Ella, das wird wohl so sein, ne? Dafür kann ich leider nichts. Beschwer dich, nicht bei mir. Okay. Alter, ist ja Augenkrank. Was ist denn das für ein. Das ist ja, Alter, was ist das für ein krankes Rind? Ja, gehen wir mal hin, ne? Obwohl wir eigentlich Heatstufe 3 jetzt fahren können, ist mir gerade aufgefallen. Und Heatstufe 3 ist. Wo ist sie? Das wieder 5? Oh ne, dahin kann man auch ein Rennen fahren. Moment. Ja, guck mal das fahren. Alter! Boah, ich bin jetzt das Warten. Das war ein unsichtbarer Wazer oder was? What the fuck? Alter, da hab ich jetzt null gerechnet, ey. Oh, geil. So ganz helle sind die auch nicht, ne? Einfach mal in den Rückspiegel gucken. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Aber könnte man ja mal machen. Ich habe so eine Angst, dass sich kleinen Polizist einfach umdreht. Ja, und sonst so, wie geht's euch so? Was habt ihr so Schönes gemacht? Wie war euer Jahresanfang? Ich hoffe, der war schön. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr geböllert habt. Aha, ich war die ganze Zeit hinter euch. So. Let's go to the mall. So, dann gucken wir mal mit unseren Augen. Und dann machen wir direkt das Heatstufe 3 Rennen. Vielleicht kriegen wir sogar hin, danach direkt das Heatstufe 5 Rennen zu machen. Mal gucken. Weil jetzt kriegen wir ja auch noch ein bisschen paar Stufen. Jetzt kriegen wir hier eine Stufe hin. Dann müssten wir Heat 4 sein. Ja, mal gucken. Ich hab das Rennen ja nur genommen, weil wir ja in die Richtung fahren müssen. Und warum nicht gleich das mit dem Rennen kombinieren, ne? Im Rennspiel. Ha. Was für eine Idee von mir. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ist einfach so.
Boah, ich habe gerade, ne, so in einer Millisekunde überlegt, soll ich bremsen oder soll ich nicht bremsen? Ich hab's dann doch nicht getan. Hat man ja nicht gesehen. Ah, ich fahre am Heatstufe 3 Rennen vorbei, ne? Ich glaube. Müsste, glaube ich, hier irgendwo sein, ne? Naja. Boah, das ist... okay. Das Rennen ist ein bisschen sehr groß, ne? Ah, mein Nasenbein juckt. Man muss da nicht bremsen. Das wäre ja Schwachsinn. Hört auf zu lügen. Obwohl, wenn es jetzt wieder in die Stadt geht, ich glaube, das war irgendwo hier. Ich glaube, hier war das, mal gucken. Danke für die Bande. Die habe ich jetzt gerade wirklich gebraucht. Mache ich das übrigens im echten Leben auch immer, ne? Ich nehme andere zur Bande. Ey, warum bremsen, ne? Ich habe extra an der Seite von meinem Auto habe ich eine Hydraulik eingebaut, wenn ich dann gegen jemanden fahre, dass ich dann geschubst werde. Ne? Also wenn ich rechts gegen ihn fahre, dann werde ich halt nach links geschubst. Hat Vorteile, man muss die bremsen. Nachteil ist, man bräuchte halt öfters mal ein neues Auto. Also eine Vollkasko wäre schon nie schlecht. Und ob die da greift, ne? Weil man sagt, hier, ich habe das Auto genommen, weil ich eine Bande brauchte. Nee, nee, wirklich eigentlich. Ich wollte eigentlich, sag ich doch hier. In der Stadt. Aha. Weiß nicht, wo ich hin soll, fahren. Ah. Hi. Hi. Ich will doch nur zu meinem... Aua, Mutti, hör auf damit. Ich will doch nur zu meinem Rennen fahren. Nervensägen auch immer von vorne kommen. Okay, das war jetzt dumm. Das hätte ich jetzt schaffen können. Ja, richtig so, du Idiot. Ey, geschafft. Okay, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht in eine Polizei reinfahren.
Genau wie hier. Okay, weiter geht's. Hui. Hab das Gefühl, wenn wir das Rennen hier... Jawohl, es könnte knapp werden. Könnte knapp werden mit Heat 5. Mal gucken. Ich gebe mein schlechtestes. Wir gucken einfach mal. Boah, irgendwie der... Das krasse ist, das kann ich auch langsam nicht mehr sehen. Ne? Das war ja am Anfang ganz cool, aber irgendwie hätten die sich ein paar mehr Animationen einfallen lassen können. Ein paar mehr Bilder, ein paar mehr Grafiken und sowas. Aber ja, ich hab's ja schon öfters gesagt. Hier und da merkt man irgendwie ein bisschen lieblos hingeklatscht. Es war coole Ansätze wieder, ne? Hat wieder so ein bisschen Need for Speed Most Wanted Feeling, aber es ist halt dann doch kein Need for Speed Most Wanted. Ne, gerade so die Polizeiverfolgungen, ja. Da brauchen wir ja nie drüber reden. Nee, bleib mal hier. Mann, bleib doch mal hier, ey. Ach Mann, ich fahr doch schon wieder eine Scheiße zusammen, ey. Mutti. Ich muss in den Heat rennen. Ich bin sonst eigentlich scheiße, aber in den Heat rennen bin ich halt noch beschissener. Da mache ich immer so bescheuerte Fehler. Ihr geht mir auf den Sack. Hier ho. Ihr geht mir auf den Sack. Ja, okay. Das war geplant, also ja, irgendwie. Es war ein Monster-Stunt von GDA, den wollte ich euch mal kurz zeigen. Boah, nee, wisst ihr was? Nee, das traue ich mir hier nicht zu. Komm mal, der ganze Weg. Muss ich euch enttäuschen diesmal, aber ich will wirklich safe einen Teil haben. Ich will jetzt wirklich safe einen Teil haben. Da habe ich wenigstens wirklich einen Teil. Ich hoffe auch ein neues. Können wir ja gleich mal gucken. Ja. Ich dachte gerade. Ach so, ja. Für neue Teile. Sieh sie dir mal an. Wow. Echt jetzt? Wieso steht Eimer im Besitz? Hab ich das schon im Besitz? Also jetzt habe ich das im Besitz, ja. Das ist
Viermal. Und das ist fünfmal. 1,4. Okay. Ja, gut, ist jetzt nicht unbedingt das Teil, was ich erhofft habe. Aber es ist immerhin ein Teil. Hey, guck mal, ihr müsst euch mal. Guck mal, ihr müsst euch echt mal angucken, wie viele Teile mir eigentlich noch fehlen, ne? Das ist mindestens ein Rennen. Das ist ein Rennen. Das ist ein Rennen. Das ist ein Rennen. Hier haben wir alles freigeschaltet. Hier haben wir alles freigeschaltet. Hier haben wir alles freigeschaltet. Elite ist besser, ne? Ja. Hier haben wir auch alles. Haben wir auch alles. Haben wir auch alles. Ja, es geht eigentlich. Guckt euch das mal an. So viele Folgen sind es gar nicht mehr. Es geht eigentlich okay. Das ist machbar. Also wir brauchen hier, ne, wenn wir beim nächsten Mal wieder ein Heatstufe 5 Rennen fahren, zwar eine Folge, zwei Folgen, ja, zwei, drei Folgen noch. Ja, das kriegen wir hin. Das ist okay, aber ich wollte diesmal wirklich, ja, das Teil safe haben. Tut mir leid für die kurze Folge, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.